breite deine Flügel aus. Was siehst du, alte Freundin? Komm, Junge! Ha! Gar nicht schlecht, Bursche. Sei wilder, dreckiger. Hau mir in die Eier! Lieber, willst du den Jungen ausbilden oder quälen? Bei sowas sind die Übergänge fließend. Eivor, sei gegrüßt. Du hast also meine Nachricht rechtzeitig erhalten. Unsere Verhandlungen mit den Bretonen haben noch nicht begonnen. Ich werde an deiner Seite sein, wenn es losgeht. Sollte ich vorab etwas wissen? Der ehrwürdige König Rodri ist hier. Mit ihm führe ich die Gespräche. Rodri will unbedingt Frieden, seit wir seinen jämmerlichen Bruder gefangen haben. Goriath. Der Name klingt, wie wenn man Rotze hochzieht. Goriath ab Merwin. Rodri wartet bei der Kirche in der Nähe. Wer vertritt Schrobisch hier bei den Gesprächen? Der letzte Aldermann wurde im Kampf getötet. Bischof Diorlaf springt ein. Bis wir diesen grünen Schnösel eingesetzt haben. So wünscht es sein Vater. Die Vorstellung, einen Schier ganz allein zu führen, ist schon etwas beängstigend. Es ist nicht einfach, in Kriegszeiten ein Aldermann zu sein, Cheolbert. Er wird sich direkt in die Hose pissen, so viel steht fest. Als zukünftiger Aldermann solltest du bei den Gesprächen auch mitreden. Aber mit Demut. Rodri ist ein König. Und erwartet, als solcher behandelt zu werden. Rodri wird wollen, dass wir niederknien und den Rosenduft aus seinem Arsch schnuppern. Ich kenne den Mann. Ach ja? Wir haben gekämpft. Dieses Andenken ist von ihm. Vielleicht kann ich ihm eins zurückgeben, damit er weiß, warum er mich Königstöter nennt. Vielleicht solltest du dich zurückhalten, Ivar. So führt man keine Friedensverhandlungen. Ich hätte euch beide gern dabei. Als Stützen und um mich einzuschätzen. Dann gib uns dein Wort. Dein Schwert bleibt in der Scheide. Dass ich nicht lache, Eivor. Wir wissen beide, wie viel mein Wort wert ist. Aber ja, ich werde dir das Reden überlassen. Wahrscheinlich. Hervorragend. Nun denn, auf zur Kirche, oder? Unsere Gäste warten. Es ist nicht weit, am anderen Ende des Dorfes. Wir sind mit den Bretonen seit bald 2 Jahren im Krieg. Die Bretonen hatten die Oberhand, bis meine Berserker und ich sie aufmischten und Rodris Bruder verfolgten, bis er in einem Grab landete. Deshalb will Rodri jetzt Frieden. Das verdanken wir Ivar. Wie ich mich freue, ihn winseln zu sehen, die alte Eiche. Viel lieber würde ich sie natürlich fällen. Das würde meine Legende besiegeln. Deine Legende? Als Königstöter. Nicht alle entkommen, so wie Burgred, Wolfsmal. Wahre den Frieden, Ivar. Was ist aus deinem Gockel von Bruder geworden? Ach, mein Bruder. Wir trennten uns. Sein Weg ist unklar. Du solltest diesen Taugenichts besser hinter dir lassen. Unser Bischof Diorlaf und König Rodri sind bereits in der Kirche vor uns. Diese christlichen Häuser. Alles so kalt und hart. Und dennoch ist es darinnen wahr. Jesus Christus eint König Rodri, Bischof Diorlaf und mich selbst. Auf seinem Grund wird Frieden geschlossen. Hauptmann Ünir, erläutere dem guten Bischof unseren Standpunkt. Ja, mein Herrscher. Bischof Diorlaf. Wir hören uns keine Friedensangebote an, solange uns Goriath nicht übergeben wurde.
Der Bruder des Königs ist... Der Bruder des Königs ist ein stinkender Haufen Kuhscheiße. Du, dein Gesicht, dein Gestank. Ich kenne dich. Iva, den man den Knochenlosen nennt. Hast du diese Narbe nicht mir zu verdanken? Und ob. Und ich werde dir auch eine Narbe verpassen, du Pisspot. Mitten durch deinen fetttriefenden Schädel. Genug. Alle beide. Mein Herr, das ist Ceolbert, der kommende Aldermann dieses Schiers und Sohn von König Ceolwulf von Mercia. Dieser Frischling? Aldermann? Du kannst ja nicht mal allein pinkeln, Bursche. Na, na, beruhigt euch doch. Zeigt etwas guten Willen. Ihr kennt meine Forderung. Solange mein Bruder Guriad nicht frei ist, kann es keinen Frieden geben. Der soll froh sein, dass er noch lebt. Er ist beim Wegrennen in die eigene Klinge gefallen. Bald helfe ich dir, in deine zu fallen. Rodri, bewahre einen kühlen Kopf. Es ist zu unser allerbestem, Frieden zu schließen. Erst mein Bruder. Erst dein Kopf auf einem Spieß. Dann lasse ich den Wicht laufen. Rodri, nein! Es reicht. Dies ist ein Haus Gottes. Geben wir uns kurz Zeit, um uns wieder zu sammeln, ja? Eivor, zu mir. Ich kenne dich nicht gut. Aber Ceolbert hält dich für einen besonnenen Kopf. Genau das brauchen wir jetzt. Es könnte zu spät sein. Die Kriegskrähen sammeln sich schon. Ich habe eine große Menge Silber. Rede mit den Leuten hier. Wenn Silber jemanden überzeugen kann, Frieden zu wollen, dann biete es ihm an. Die Verhandlungen stoppen. Vielleicht sind sie zwecklos. Keine Sorge. Du wirst schon noch Aldermann. Eivor, meine Freunde. Ich habe mich umgehört, wie du wolltest. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Ich habe mich noch nicht entschieden. Bitte verlier keine Zeit. Du verschwendest Zeit! Iva! Die Türen verrammeln, das verschwitzte Schwein aufschlitzen und gut ist. Könnte ich dich mit Silber besänftigen, während wir nach Frieden suchen? Frieden? Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ich hab dir gesagt, ich kenne diesen Arschling. Würde Silber dich beruhigen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich müsste das Silber in meiner Hand spüren, um das zu wissen. Wenn es Silber geben sollte, denke ich darüber nach. Ja, mach das. Jetzt wedelst du mit Silber herum? Hast du so... Du bist Guriad, nicht wahr? Der Bruder von König Rodri. Ja, eine geschlagene Figur in eurem blutigen Spiel. Wie stehst du zu deinem Bruder? Mein Bruder liebt mich sehr. Und doch ist er langsam und stur. Wäre ich König, hätte ich einiges anders entschieden. Was, wenn du es sein könntest? König? Ich würde die Gelegenheit wahrnehmen. Aber man braucht Reichtum, um einen König zu stürzen. Um die Edelfreien zu überzeugen, du verstehst? Ich will nichts versprechen. Doch vielleicht könnte ich das Silber auftreiben, das du brauchst. Unter welcher Bedingung? Stoße Rodri vom Thron. Ziehe alle bretonischen Soldaten aus Schrobisch hier ab und überschreite nie wieder diese Grenze. Wenn du es ernst meinst, gehe ich diese Abmachung gerne ein. Ich überleg mir das mit dem Silber. Jetzt wedelst du mit Silber herum? Hast du so viel Angst vor den Bretonen, dass du deine Schlachten mit Geld austrägst? Du gehörst zu Rodri, oder? Die ganze Zeit nur. Das ist richtig. Ich bin Uni ab Kadvach. So sprichst du mich an. Sag mir, Soldat, hast du Einfluss auf deinen König? Er fragt mich bei jeder Entscheidung um Rat. Wenn ich Krieg vorschlage, stimmt er zu. Spreche ich mich für Frieden aus, folgt er mir. Wir wollen Frieden. Könnte man dich mit Silber überzeugen, in diese Richtung auf deinen König einzuwirken? Ein Sack mit Silber? Für mich? Ja, mag sein, dass mein Rat an Rodri sich durch eine gewisse Menge Metall beeinflussen ließe. Ja. Du bist ein weiser Krieger. Mag sein, dass ich genug Silber auftreibe.
Und nun geh scheißen und sag mir, was dabei herausgekommen ist. Ich warte. Regeln wir das mit Blut, nicht mit schönen Worten. König Hodri. Was gibt es denn? Ich will uns zu Frieden verhelfen. Ich rede nicht über Frieden, solange mein Bruder Goriath nicht frei ist. Wenn du erst dem Frieden zustimmst, bekommst du ihn zurück. Würde etwas Silber helfen, diese Kröte zu schlucken? Mich kann man nicht mit geplündertem Silber kaufen. Geh fort. Ja, genug von dem Schwachsinn. Eivor, meine Freunde. Ich habe mit mehr Leuten geredet. Und hast du dich endlich entschieden? Eva wird immer ungeduldiger. Dein Silber ging an die Person, die es am meisten wollte. Bete zu deinem Gott, dass es uns weiterbringt. Rodri, ich sehe, wie du mich verhöhnst. Ich fordere dich zum Zweikampf. Eva, der Knochenlose, der Rückgratlose, der Zahnlose, Mutlose. Du kannst mich nicht töten. Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es weissagten. Und dein Bruder? Schützt dein Schicksal ihn auch? Goriath! Beim Allmächtigen, ich sterbe. Bringt ihn in Sicherheit. Los, schnell! Tötet den Knochenlosen! Tränkt diese Kirche mit seinem Blut! Schwächling! Odem kann ich holen! Eva! Getan! Handeln Wikinger! Den Schweinen zeigen, wer die wahren Krieger sind! Eva, du hast den Frieden zunichte gemacht! Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche! Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axthieben! Mein Gott, was für ein Massaker! Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah, ein guter Test für dich, Junge! Herr, vergib uns! Bleib bei mir, Ceolbert! Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Hilf mir mit der beschissenen Tür! Versucht,
Bischof Diola, dass es vorbei ist. Gut geschlagen, Etteling. Das war ein völlig unnötiger Kampf, Ivar. Wenn du König bist, werden alle Kämpfe unnötig sein. Und doch wirst du sie wollen. Du hast Rodris Bruder getötet, du Unhold! Unsere letzte Friedenshoffnung ist dahin. Ein Frieden mit Rodri ist so wahrscheinlich, wie dass du als Jungfrau stirbst, Bischof. Er ist zu gerissen, zu verschlagen. Es ist, wie es ist. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen, ehe die Bretonen sich wieder sammeln. Sie werden sich sicher in ihre große Feste zurückziehen. Sie ist nahezu uneinnehmbar. Dann hungern wir sie aus. Vernichten ihre Vorräte. Bis sie um den Tod betteln. Lieber Gott. Mehr Tote, mehr Krieg und zahllose Flüchtlinge. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Diolaf. Du kennst dich am besten aus. Wo können wir sie treffen? Also, Nahrung und Vorräte horten sie beim Außenposten von Wenlokan, etwas südlich von Quadford. Rodri hat noch eine geheime Versorgungslinie. Frag die Flüchtlinge beim Fluss, die aus den besetzten Dörfern geflohen sind. Rodris Bretonen werden zuschlagen, ehe wir bereit sind. Wohl wahr. Sie werden Ynia und seine Soldaten entsenden. Diese werden in Westburg ausgebildet, westlich der Turmruine. Du hast es nicht nötig, dass ich deine Hand halte, Eivor. Ich gehe nach Westburg und kundschafte. Ich weiß, wie du kundschaftest. Am Ende werden immer Schwerter gezückt. Ich bin berechenbar wie Ebbe und Flut. Ich werde mit dir gehen. Und sei es nur für eine ehrliche Einschätzung unserer Lage. Ich stoße in Westburg zu euch, sobald ich etwas Schaden angerichtet habe. Bis dann. Eine Sache noch. Wir werden eine Fürt brauchen, ehe es zur Schlacht kommt. Versuche, Gefangene zu befreien, um unsere Reihen zu stärken. Hallo, Bischof. Hast du schon Fortschritte gemacht? Ein paar. Keine Sorge.
Kannst du Herathor? Freund oder Feind? Freund. Frieden. Man sagte mir, ihr wüsstet, wo die Bretonen ihre Vorräte lagern. Sind wir Freunde, Dänin? Wenn es nach mir geht, ja. Nach Jahren des Blutvergießens, Plünderns und Brandschatzens. Vergib uns, wenn wir Dänen nicht trauen. Ja, ich nehme an, ihr kennt Schwerter, Feuer und Tod. Und dass ihr viele geliebte Menschen verloren habt. Das haben wir alle. Ich kenne diesen Schmerz. Er war es, der mich nach Englerland führte, um neu anzufangen. Doch Rodri und seine Bretonen stehen mir im Weg. Genau wie euch. Ich kann dich verstehen. Vielleicht war ich voreilig. Die Bretonen lagern ihren Nachschub im Dustanbruch. Siehst du den Turm im Süden? Die Überreste des Hügeltors. Kurz dahinter findest du den Steinbruch. Ich danke dir. Einen Augenblick. Falls du noch mehr Hilfe brauchst. Mag sein. Gute Mercer arbeiten in diesem Steinbruch. Sie alle kämpften für Tarn Merton. Wenn du in einer verzwickten Lage bist, dann preise seinen Namen. Die Arbeiter werden zu dir strömen. Also, Gott segne Tarn Merton. Verstanden.
träumte ich und wäre doch wach. Das dauert nicht lang. Mach euch mal nützlich hier, klar? Das Geist ist sein. Ist noch nicht beendet. Außenposten von Wenlokan. Wenn ich den Nachschub stehle, sind die Bretonen geschwächt und werden Frieden wollen. Das hätten wir. Jetzt noch ihre Versorgungslinie finden. So holen wir Rodri an den Verhandlungstisch zurück. Dustanbruch, voller Wagen mit bretonischen Vorräten. Wenn ich sie brandschatze, muss Rodri Frieden schließen. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Thank you.
Männer werden für uns kämpfen. Jorlaf bat mich, die Gefangenen zu befreien, um die Fürth zu stärken.
du kriegst nie mehr in Aras in mich. Wenlokan sind erledigt. Das sollte Rodri zur Vernunft bringen. Auf nach Westburg, ehe Iva noch mehr Unheil stiftet.
Zeig mir, was vor uns liegt. Da ist Eva und Cheolbert. Ich denke schon, ein leichter Duft von... Eva, Cheolbert. Hey, Evo. Ich erzählte dem Etheling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Die Flammen werden Rodris Herz für den Frieden erwärmen. Ynir ist momentan nicht so wichtig. Frieden ist was für Säuglinge, aber wie du meinst. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah, ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Dann brennen wir alles nieder. Wir lassen keinen Stein auf dem anderen. Komm, Cheolbert, der Kampf geht los! Lass die sächsischen Bewohner fliehen, Eva. Nur die Bretonen verdienen unseren Zorn. Thor donnert für uns! Ja!
wünschte, irgendwer würde diese Bretonen von hier vertreiben. Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Maru! Maru! Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Eine Schlacht zu überleben, ist wie neu geboren zu werden, samt Blut und Geschrei. Mein Vater starb in einer Schlangengrube.
Am Ende waren nur modrige Knochen übrig. Doch bei den Göttern, er hatte sich seinen Platz an Odins Tafel verdient. Dein Vater Ragnar ist eine wahre Legende. Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Das wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Iva, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Heopedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Iva. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Jolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. So viele Fische sind hier. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Macht Eivor, ein Aal. Einer an. Sieh ihn raus. Noch ein Aal. Das reicht schon fast für eine Suppe. Einer an. Sieh ihn raus. Das Gift reicht. Bischof Jolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Es hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern.
rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein, doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden, trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Ivar sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Ivar. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal! Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Scheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Ivar den Meuchler erzürnen. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Scheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf.
Fluch treibt sich Cheolbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Ich suche nach Cheolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Hast du Cheolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Äthling kommt und geht? Frag jemand anderen. Was siehst du da oben, Sünen? Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Cheolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen, doch ich war nicht in Stimmung. Hey, Eivor! Hast du Cheolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Hm? Wo ist Cheolbert? Cheolbert? Hat niemand hier Cheolbert gesehen? Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Was denkst du, wie lange es dauert, bis er wieder sprechen kann? Ein paar Stunden sollten reichen, außer du findest einen anderen Weg, ihn aufzuwecken. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können.
Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte! Ich suche nach Cheolbert. Dem verweichlichten Sachsen? Dem nächsten Aldermann, ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Iva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte. Aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier. Das reicht für den Anfang. Danke. Sehen, was du siehst. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Cheolberts Bogen. Wieso? Spuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Cheolbert. Bei Freyas Tränen. Cheolbert, du lebst. Ich... Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig.
Schone deine Kräfte. Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Hier, das geht schneller. Einfach atmen, Gilbert. Wir sind gleich da. Bei der Hand Thors! Hey, pass doch auf, du! Eivor, was ist geschehen? Nein. Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eivor. Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eivor. Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eivor, er ist tot. Sein Gott wird ihn zu sich nehmen. Auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Wie töricht von uns.
Ein Äthling wurde uns zu Kriegszeiten anvertraut. Wir haben ihn nicht beschützt. Ich brachte ihn bei, sich selbst zu schützen. Nicht gut genug. Das hier steckt in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast deinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Djorlaf, hier drüben. Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Ceolbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn christlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Bei der Hand, Tor. Ihr Männer! Hier nach! Wir haben noch viel vor! Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodris Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. In Quadford sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen. Ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Bretonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief, ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte, verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter. Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Am Arsch. Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern
und einen Überraschungsangriff aushecken. Ivas Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen.